Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrersports und willkommen zurück zu World of Tanks, zum AT-Alltag in dieser Woche. Wir sitzen heute in der FV 3805, Tier 9 AT bei den Briten. Ich versuche wieder das Thema HE2 und AP so ein bisschen anzubringen. Ich habe einen Haufen Replays von euch zur 261. Das ist cool, aber ich kann nicht jede Woche 261 AT zeigen. Also, wenn ihr Replays habt, die nicht nur von der Objekt 261 sind und wo man vielleicht auch ein bisschen HE2 und AP-Granaten sehen kann in eurem Gameplay, dann schickt mir das doch gerne. Ansonsten versuche ich mich natürlich auch weiterhin selbst hier als AT in Anführungsstrichen Experte. Ich habe hier die ganz kleine Kanone drauf, das heißt, wir haben nicht ganz so viel Alpha, dafür sind wir sehr präzise, schießen recht schnell. Wir haben auf der HE2... Moment mal. Ja, 44 Pen und auf der AP sind es 212. So, und wir haben, ich habe ein kleines Déjà-vu. Ich glaube, wir waren erst vor kurzem hier auf der Map. Mal gucken, was der Burrask und... Oh, steht doch was in der Basis. Ein AFKler. So. Bleibt die noch ein bisschen offen? Jo, wir haben sie gestunt. Das ist sehr gut. Jetzt habe ich eine AP vorgewählt. Okay, jetzt war sie raus. Dann gucken wir doch mal, ob wir den M103 mit einer... Ja, die geht vorbei. Ja. Schade, mit einer AP-Granate ärgern können. Jetzt sind wir nochmal auf AP, da komme ich aber nicht ran. Was ist mit dem LP? Ja, der bewegt sich, da komme ich auch nicht ran. Und hier drüben... Okay, komme ich auch nicht ran. Wir laden mal um auf HE2. Ja. Die Butts ganz gut, wenn sie trifft, aber das haben wir ja auch schon in vorherigen Videos gesehen. Hier stehen sie so ein bisschen tricky. Wäre natürlich geil, wenn wir die Cobra kriegen. Und durch die kleine Kanone auf der Art, die schießen wir auch recht zügig. So, hallo Cobra. Ja, und hier sehen wir natürlich das Hauptproblem. Wenn wir nicht genau treffen, haben wir mit der HE2 halt auch leider ein Problem. So, wir stellen uns mal ein bisschen anders hin, um eventuell einen besseren Winkel zu kriegen. So, Cobra... ist vermutlich am Nachladen. Wir knallen da mal rein. Irgendeinen werden wir da schon treffen. Nice. Unsere andere Arti schießt mit HE2. Mit HE1, Entschuldigung. Das ist natürlich okay. Das tangiert mich jetzt nicht wirklich. Und wir haben eh die höhere Schussfrequenz und können hier... Schade. Die Cobra leider nicht treffen, obwohl die Granate eigentlich gut flog. Und hier stehen sie jetzt hinterm Stein. Wir gucken mal. Oh, und Udes ist natürlich ein sehr gefundenes Fresschen. Aber der fährt jetzt in Deckung. Die geht bestimmt drüber, oder? Nee, die geht gegen Stein. Schade. Wir müssen hier aber mal draufbleiben, denn die werden hier hart gepusht. Es sind zwei One-Shots. Im Grunde fast, jetzt sind es drei sogar. Na, ah, fahr doch weiter. Okay, und jetzt müssen wir schon die Beine in die Hand nehmen. Wir sind im Angreifer-Team. Wir hatten erst vor kurzem so eine Runde. Auch als Angreifer. Ich weiß gar nicht, mit welcher Art das war. Aber ja, wir sehen hier an unserem Team, ne? Petten, Top-Tier, 50-100. Mit- oder Low-Tier. Aber zwei TDs auch noch. Ja, Leute, ihr habt es verstanden. Ihr seid im Angreifer-Team, ne? Wenn wir nichts machen, gewinnt automatisch der Gegner. Das ist KLUK. Hm. Aber gut, wir kennen das Spiel, ja. Da komme ich nicht ran. Der Kunze, da komme ich nicht ran. Die Cobra. Nein! Ach man, niemand bleibt stehen. Aber gut, sie geht trotzdem raus. Das war schon mal wichtig. Der Kunze könnte trotzdem ein Problem werden, weil hier unten niemand ist, der spotten kann. Oh, 50 TP. Da komme ich leider nicht ran.
Da kommt der Kunze, da ist der T-44. Schauen wir mal. Ne, er war schon wieder weg. Der Patton greift jetzt von hinten den Kunze an. Da komme ich nicht ran. Sie nehmen ihn raus. Da ist der T-44. Jetzt habe ich... Na, wir laden noch. Ich lade es mal. HE1. Okay, hat sich erledigt. Dann gehen wir wieder auf HE2 und bewegen uns mal so, dass wir eventuell besser an die gegnerische Basis rankommen. TL7. HE1 könnte hier besser sein, um einfach besseren Winkel zu kriegen. Naja, für die kleine Kanone 200 Alpha, das ist doch schon ganz gut. Er zieht zwar sein Medkit, aber mein Freund, du hast vergessen, dass ich in 6 Sekunden gleich nochmal schießen kann. Okay, das ist jetzt... Ja, das war jetzt zugegebenermaßen nicht der schlaueste Schuss. Ich wollte halt unbedingt den Support-Damage noch haben. So, 50 TP in der Ukraine-Tarnung. Nice, gefällt mir. Ja, bleibt doch mal. Warte mal, wir laden mal AP, der steht dort so schön. So, mal gucken. AP ins... Jawoll! Nein, gebatzt! Jetzt steht er hinterm Stein. Aber unser Team hat immer noch nicht verstanden, dass sie angreifen müssen. Das ist echt geil. So, nochmal AP auf den M103. Oh yes, der hat getroffen. Die Frage ist, ob er durchschlagen hat. Ich habe jetzt nicht auf die Hitpoints geachtet. So, wir haben noch 5 Sekunden. Halt ihn auf Kette, bitte. Nächste AP ist raus. Jawoll! Ja, gegen solche Ziele macht natürlich AP dann Spaß, weil die stehen. Und da kann man ordentlich was verbringen. So, Carnarvon. Den kriegt sie leider wohl nicht auf Kette. Nein! Fahr zurück! Ah! Ja, genau! Aber gut, die kleine Kanone macht echt Laune, weil die ultra schnell schießt. Komm, setz ihn auf Kette. Ah, wieder zuckt er kurz. So. Bleib stehen. Scheiße. Ah, lol, die Kette. Ja, und jetzt haben wir noch knapp 2 Minuten. Ja, super. AP ist der Knaller. Ich lad mal HE1. So, fassen wir zusammen. Wie viel APs haben wir jetzt auf den Carnarvon gerotzt? 4? Lief ja Bombe. Nicht. Tortoise schreibt Noob Team. Ich würde sagen, das wird entweder sehr, sehr knapp oder es wird ein Lost. Ach, hätte ich mich ja gar nicht verlegen brauchen. Der Carnarvon kommt gar nicht zu mir. Gut. Wollte ich unbedingt die HE2 in den Leo bringen, in der Hoffnung, dass ich ihn durchschlage. Oh, er
Bleibt stehen, ich kotze, ey. Jetzt müssen wir alle killen. Gut, der hätte getroffen. Aber der PTA wird einen Scheiß tun, da jetzt rauszukommen. Und damit haben wir das verloren. Ja, das kommt davon, liebes Team, wenn man mit 4 Leuten in einem Angriffsgefecht hinten in der eigenen Basis rumsteht. Das ist, wie soll ich sagen, maximal dämlich. Ist vielleicht noch nett ausgedrückt. Das war zwar für mich jetzt eine angenehme Runde, weil wir vor allen Dingen auch ein bisschen testen konnten, wie, wo, was funktioniert. Aber gewonnen hätte ich die Runde jetzt trotzdem lieber. 2000 Damage, wir müssen mal kurz gucken, den M103 treffen wir zweimal für insgesamt 800 Schadenspunkte. Ja, das ist, glaube ich, okay. Da dürfen wir uns jetzt nicht verstecken. Ob das jetzt immer sinnvoll war, der Einsatz der verschiedenen Granatentypen, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Aber ich bin hier auch in der Reihe gerade dabei, das Ganze so ein bisschen zu testen. Ich würde sagen, wir werfen mal noch einen Blick in eine zweite Runde. Die wird erfahrungsgemäß nicht ganz so gut laufen, aber wir schauen mal. Ja, und da haben wir es schon, warum die Runde höchstwahrscheinlich nicht so gut funktionieren wird, wie in der ersten. Denn die Karte Perlenfluss, Pearl River, ist jetzt nicht unbedingt eine super geile Arty-Map. Gegner hat einen Chieftain. Vielen Dank dafür, Wargaming, für das wunderbare Matchmaking. Wir haben... Was ist gegen den Chieftain gematcht? Der 50B oder was? Ich verstehe es nicht. Ist ja schön und gut, die Panzer zu nerven. Das muss ich manchmal auch anerkennen. Sicherlich geht es einigen nicht weit genug. So Chieftain und 279, alles in Ordnung. Darüber kann man trefflich diskutieren. Aber warum sie es in dem Zuge nicht gleich mitgemacht haben, sie auch gleichmäßig zu matchen, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Aber egal. Gucken wir mal, was wir machen können. Vielleicht ist es auch gegen den Centurion gematcht, was jetzt die Erfahrungswerte ist. Ich will hier gar nicht groß. Wir bleiben erstmal auf HE1. Und gucken mal. Ja, der hat das Arty-Feature drauf. An den Chieftain komme ich da nicht. Hier mit Glück. Hier schon wieder nicht. Er fährt ein Nee, das funktioniert nicht. Die Mitte wird schon hart gepusht. Da kommen wir auf jeden Fall besser rein. Dann versuchen wir erstmal dort zu helfen. Zum Glück haben wir ja eine schnell schießende Kanone, um hier auf jeden Fall... Hallo? Ja, das lohnt sich doch. Aber jetzt sieht die... 1:0. Oh, der ist gekettet. Nice, und er hat kein Rap-Kit. Hallo? Wow. Okay, der ging mal sauber drüber. Da haben wir noch eine Grille. Wir kriegen Support Damage, weil wir ihn gestunt haben. Nochmal. So, dann bleiben wir mal auf den beiden hier drauf. Fokussen wir erstmal das 4-3. Nein! Okay, er fährt noch zurück. Sehr gut. Erstmal den Low HP. Jede Kanone, die rausgeht, ist gut. Jetzt ist der Low HP zu, dann bleibt man auf dem 140er drauf. Der zieht sein Rap-Kit. Da ist der One-Shot. Da ist noch ein One-Shot. Ein One-Shot raus? Nee. Der war schlecht gezielt von mir. Der war richtig schlecht gezielt. Auf der anderen Seite sind sie schon im Gegner-Cap. Wobei, da kommen sie nicht so einfach ran. Weil die Grille natürlich das gut defenden kann. So, und hier, wenn sie jetzt durchdrücken haben, habe ich natürlich ein Problem. So, Waffenträger.
Schuss ist raus. Wir wechseln mal auf HE2. Der geht kurz vorher zu. Jetzt ist er wieder offen. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. 8 Sekunden. Kann jemand auf ihn schießen? Anscheinend nicht. Gut. Er steht genau an dieser Senke. Schade. Oh, 50B. Scheint leer zu sein. Gut, der hätte getroffen, sei es drum. Wir kriegen gleich Besuch von dem TVP, würde ich sagen. Und der Leo hier oben ist, glaube ich, nächstes Ziel. Mit HE2. Oh, Waffenträger geht raus, sehr gut. Schuss ist raus. Geht meilenweit vorbei. Ich habe hier hingezielt, der Schuss geht dahin. Danke, RNG. Aber die Runde sieht noch... Sie ist noch, die Runde ist noch in Reichweite. Der Leo pusht da jetzt. Und jetzt ist er dort, wo ich nicht mehr hinkommen kann. Ne, schlecht. Schlecht. Ganz schlecht. Hier wäre jetzt vielleicht doch wieder HE1 besser gewesen. Komme ich nicht ran. Keine Chance. So, der M4. Das war der M6, Entschuldigung. Was rauscht hier eigentlich so? Ne, keine Chance. Ich komme hier nicht hin. Das ist der Wind, der rauscht. Der Wind, mein himmlisches Kind. Oder wie ging der Spruch? So, kommen wir hier nochmal irgendwie ran. Fährt er zurück. I don't know. Aber wir gewinnen das. Hätte ich jetzt ehrlicherweise nicht erwartet. Das sah zwischendrin sehr, sehr knapp aus. Das muss echt der Wind sein. Ach nee, das ist der... Das ist der Wasserfall. Gut. Sehr schön, der fährt genau rein. Wir können ihn nochmal stunnen und kriegen auch nochmal Support. Und insgesamt ist es dann... Naja, wie soll ich sagen? Eine mehr oder weniger zufriedenstellende Runde. Das war alles schon mal besser. Die erste Runde hat mir tatsächlich auch besser gefallen. Obwohl wir die... Ja, leider verloren haben. So, und dann gucken wir hier nochmal in die Auswertung rein. Das war jetzt eine dritte Klasse auch wieder. Ich glaube, die erste war auch eine dritte Klasse. 800 Damage ist natürlich nicht der Rede wert. Da waren auch ein paar Schüsse dabei, die wunderbar vorbeigingen. 1148 Support ist am Ende okay. Vielleicht wäre es hier in der Runde sogar schlauer gewesen, komplett auf HE1 zu bleiben. Und zwischendrin nicht irgendwie was mit HE2 zu versuchen. Der Waffenträger wäre natürlich schön gewesen mit HE2 oder vielleicht auch mit AP. Aber... Sei es drum. Wir haben ganz gut Credits gemacht. XP ist auch okay. Und mit der kleinen Kanone macht die FV-Arti hier auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also, die hat natürlich nicht den höchsten Alpha. Aber wenn man solche Runden hat, wie die beiden jetzt hier, die von der Zeit auch einigermaßen akzeptabel sind, oder die erste ja über die komplette Zeit ging, dann ist das auf jeden Fall dann Kanone, mit der man richtig gut arbeiten kann. Was sagt ihr zur Arti? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Schickt mir gerne eure Replays vom Einsatz mit HE2 und AP oder Heat-Munition auf der Artillerie. Alle Infos und meine E-Mail-Adresse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen wollt, da kam jetzt letztens die Frage, was sind denn die kleinen und großen Kanalunterstützer? Könnt ihr das gerne tun. Hier auf YouTube findet ihr, wenn ihr am Rechner schaut, unter dem Video einen Kanalmitglieds-Button. Dort könnt ihr einfach mal draufklicken. Da gibt es die ganzen Infos, auch ein kleines Infovideo von mir, wie das Ganze funktioniert. Ihr könnt mich da mit einem kleinen monatlichen Beitrag hier in meiner Arbeit unterstützen. Und entsprechend die kleinen und großen Kanalmitglieder werden am Ende auch hier, wie immer, von mir gewürdigt. Namen nicht genannt sind das Gemon, Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Karbein, Baron, Heimdall, Klumpen, Franz, Roblitz, Jan, Tim und Bacon und Schnitzel, und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.